Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill. Feines Grillen, Barbecue heute. Neuer Grill. Klaus Grill, Camping Grill. Wieso und warum? Erfahrt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Bin ja seit Anbeginn der Zeit nicht nur Griller, sondern schon eigentlich viel, viel länger noch Camper. Und was mir immer gefehlt hat, ist ein vernünftiger Campinggrill. Also es gibt da 1000 Campinggrills, aber das hat mich halt nicht zufriedengestellt. Von daher habe ich angefangen, mal so ein bisschen zu basteln, zu kombinieren, zu gucken, was funktioniert wie. Und hier ist das Ergebnis daraus, der Klaus Grill Grill. Und ich packe das mal aus, der kommt in diesem wunderschönen Köfferchen hier. Und dazu ist das Herzstück davon, eine Grillplatte. Die ist unten auch so eingefräst hier, die kriegt so Fräsungen. Das ist ganz wichtig, also kommt direkt so bei euch an. Und hier ist dieser Grill. So, der Zauber besteht im Prinzip aus der Kombination eines Enders Maverio Z und der Klaus Grill Grillplatte in klein mit den Fräsungen. Weil, erstmal Koffer weg, du siehst, Packmaß total überschaubar. Das Ding passt super in eine Campingküche, kannst du auch notfalls drin auf dem Kocher verwenden, aber ich habe es immer drin und den anderen in der Heckgarage. Weil es gibt ja 1000 Campinggrills und das Schlimmste, was dir beim Campinggrill mal passieren kann, ist die Reinigung. Und da wird ja, voilà, und da wird oftmals gesagt, ja, kannst du in der Spülmaschine rein. Dann denke ich, tolle Idee. Ein Campinggrill, den man in der Spülmaschine reinigen kann, weil was hast du beim Camping immer nicht dabei? Eine Spülmaschine, außer du hast einen riesengroßen Campervan, wo die drin hast, aber dann hast du, glaube ich, ganz andere Sorgen. Und dann dachte ich, das Ding muss sicher sein. Es gibt ja so eine kleinen Hockerkocher, die sind aber alle ohne die Möglichkeit, dass, wenn das Jas aussieht, dass der absperrt. Das hat der hier drin, hat eine Selbstzündung, wird betrieben über die Kartuschen, die kriegst du an jedem Campingplatz, kriegst du in jedem Baumarkt. Butankartuschen, super schöne Sache. Und hast hier einen kompletten Windschild ringsrum. Aufpassen, die gibt ja das Billy-Modelle. Die haben hier manchmal so einen wilden Windschild nicht rum, sondern bloß auf einer Seite. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Und der ist schön hier so ein Chrom gehalten, dass er auf dem Tisch super aussieht. Und so ist auch die Idee. Die Idee ist praktisch direkt nicht immer separat irgendwo einen Grill aufbauen zu müssen, sondern direkt am Tisch zu machen. So oder auf dem kleinen Seitentisch, wie du willst. Aber wir haben jetzt mit den Dingern, du jetzt, Schatz, sag mal, ich glaube, 3-4 Monate haben wir die ausgiebig getestet, ne? Und haben eigentlich immer auf den Tisch gestellt in der Mitte und da gegrillt. Funktionieren tut es so, du hast die Platte hier, die kannst du praktisch hier oben in die Ösen einsetzen. Also entweder in die Variante, dann steht die auch richtig fest. Oder in die Variante so rüber. Hast also beide Optionen. Ich verwende sie immer so, weil dann spritzt ein bisschen weniger hier drüben auf die Seite ruf, dann muss ich da weniger sauber machen. Ne? Und sauber machen ist ja ein großes Stichwort. Zur Bedienung, total easy, Platte ruf, also das Ding rausnehmen, Kartusche einlegen, Platte rauf, scharf stellen und zünden. So, und dann haben wir hier schönen Windschutz, also wir haben jetzt auch windig, der pustet nicht gleich aus und lassen den jetzt hier ihn mal richtig schön, ja, so mal 5 bis 10 Minuten vorheizen. Und auf dem meisten Campingplatz gibt es keinen Döner, von daher habe ich hier von Beef Bandits den Döner geschnitten, gleich mitgebracht. Den können wir nämlich da drauf auch sehr schön zubereiten. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit Steaks. Die Platte ist so verheizt. Wir legen unsere Würste auf. Du hörst es schon zischen. Dann kommen unsere Mini-T-Bones dazu. Ich sage mal, mit einem Durchgang kriegt man locker 3 Leute satt. Wir hatten aber teilweise 6 Leute irgendwo am Start. Und dann grillt man einfach, weil das Ding steht ja auf dem Tisch, nach und nach weg. Und die, also wirklich super hervorragend, hat auch keine Eile mit, du musst dich im Topf warm halten. Grillst dir einfach auf dem Tisch vor dich hin. So, oh, die Bienen packen wir als nächstes noch mit drauf. Und von der Bedienung her musst du bloß darauf achten, dass du hier sowas nimmst, dass du so Silikonbesteck nimmst. Weil die Lotanbeschichtung, die da oben drauf ist, die ist super gut, aber die hat einen kleinen Nachteil. Wenn die heiß ist, ist die empfindlich. Und die ist ja jetzt hier heiß, von daher nimm dann immer Silikon- oder Kunststoffwender. Fang dann nicht an, mit Metall drauf rumzuarbeiten, sonst hast du da sehr schnell Kratzer drin. Das wollen wir nicht, von daher nimm einfach so was. Und jetzt lassen wir den einfach mal hier 2-3 Minuten mal richtig angehen. Na, Alu ist ein super guter Wärmeleiter, du siehst, das blubbert also bis hier an den Rand ran. In der Mitte ist natürlich trotzdem immer ein bisschen heißer, weil unten drunter ist natürlich die Flamme, aber die Hitze geht bis in den Rand. Und deshalb kann man darauf sehr gut grillen. Also man wird natürlich nachher, was in der Mitte liegt, mal ein bisschen zur Seite räumen. Das lässt sich nicht anders machen, aber wir haben das schon ein paar Wochen ausprobiert. Ich zeige euch das bloß mal so am Rande. So, dann fangen wir an, die Würste zu drehen. Guck, die kriegen langsam schon die erste Bräune ab. Ha, man muss natürlich die Griffen kriegen. Und die zweite sieht sehr gut aus.
die dritte schön, die vierte, also ich nehme lieber eine Zange, macht er diesen Weg. Und jetzt gucken wir mal, wie unser hier, mal, der hat auch schon eine schöne, die erste Bräune nimmt er schon an hier. Und unsere Lammkotelette, das können wir auch schon das erste Mal drehen. Das Schöne am Campinggrill ist, du kannst einfach nehmen, so halt hier so, runternehmen, der ist fertig. Und gleich bei deinen Gästen verteilen. Nehmen wir die Beine mal runter, die sehen schon sehr gut aus. Und die nächsten Stücke raufschmeißen. Und so grillst du halt schön vor dich hin, die Würste sind auch gleich so weit. Und ich würde sagen, ist ja altisch, wenn man nicht kostet. Also machen wir hier einen kleinen Schnitt. Also, auf euch, rennen die hohle Birne. Lamm vom Feinsten. Na, die Würste nehmen auch schon schön Farbe an. Ruhig noch ein bisschen drehen. Mal Wurst sieht auch wieder aus, ne? Kann die erste schon runter. Die anderen drehen wir nochmal hochkant. Und auch Käsewurst, hier schöner Mittelschnitt. Oh, mit Jalapeno drin. Geil. Und es schmeckt nach Grillen, warum auch immer. Aber es ist so. Also alle, die wir sagen, es braten. Ja. Technisch schon. Aber wisst ihr was, wir sitzen draußen. Wir haben Fleisch auf dem Grill. Alt ist schön. Und keinen großen Aufriss. Also perfekt. Guck mal, die erste Wurst hat schon ein eingebautes Senffach hier. Da vorne. Also auch die muss raus. Oder runter. Also normalerweise, ja normalerweise, wenn ihr überall Gäste und Teller und jetzt räume ich so zur Seite. Und so verteilst du das einfach dem, der gerade was will. Wenn Lammkoteletts hier noch sind, schnappe ich mir einfach den Döner. Der ist tiefgefroren. Und pack den hier ruf. Grill den hier eh mal direkt auf der Platte an. Mega. Das Schöne ist, dass die ganze Schicht auch nicht zu viel Schub hier hat. Also du kannst beim Camping, hast ja echt keinen Bock, also so jetzt mir, irgendwie Stress zu haben. Ne? Sondern du willst am Tisch sitzen und um aufstehen und ein Bier holen und nicht zurückkommen. Ach, um Gottes Willen. Also wir haben immer gebraucht, so um 6 Leute satt zu kriegen. 20 Minuten, 25 Minuten so irgendwie, ne? Also schon ist keine Maschine, die dir alles verbrennt. Also du kannst auch einen Anfänger ranlassen, musst da keinen Stress haben, hat Hitze bis von rechts bis links und die auf so einem schönen, moderaten Niveau, wo alles schön wird, wo alles gelingt, wo du auch keine Angst haben musst um deine Platte, wo eigentlich nur schief gehen kann. Und das war so die Idee, weil manchmal am Camping soll ja Leute eben, die vorm Grillen schon viel Bier getrunken haben und dann dastehen und sich in die Farbe geben, hast du hier halt nicht. Wird alles super, kriegt alles wunderschöne Röstaromen, aber verbrennt halt nichts. Ne? Und das ist der Plan. So, Platte ist aus, Döner ist fertig, wir können halt runternehmen hier. Und sogar lasst halt Döner auch auf dem Campingplatz. Und man merkt schon dadurch, dass die Hitze nicht vollkommen übertrieben ist. Also wenn man wollte, könnte man das Alt noch ein Stück tiefer setzen, wenn man Bock zu hat. Aber dann ist die Hitze so groß, dann haben wir den Test rausgekriegt, dass der ganze Tisch voll spritzt. Und da ist das genau, wie wir das jetzt eingestellt haben, das perfekte Maß, dass du Bräunung gut hinbekommst und aber nicht gleichzeitig ein Riesentheater auf dem Tisch veranstaltest. Die fällt mir sehr, sehr gut. Die Frage ist, ich hatte ja versprochen, wie das ist mit der Reinigung. Und ich sag mal, hier den Döner runterholen ist eigentlich viel schwieriger als zu sauber machen. Weil zum sauber machen nimmst du einfach bloß hier ein bisschen Küchenpapier eines bekannten oder unbekannten Herstellers. Wischt das 2-3 Mal ringsrum. Und zack, hast die Bude sauber. Wenn die Frau noch möchte, kann sie noch mal immer abspülen. Muss aber nicht sein. Den kannst du runternehmen, wenn hier noch irgendwas rüber spritzt. Du siehst, der hier ist unten komplett clean. Manchmal ist hier so an der Seite so, manchmal, dass ich da ein bisschen was beim Aufmachen fertig habe. So. Und dann ist im Prinzip, kann man jetzt hier den Grill entspannen. Aus Sicherheitsgründen. Flasche rausnehmen, die reicht ungefähr für 2 Mal und den Grill wieder wegpacken und grillen ist erledigt. Und ich sag mal, ich kenne keinen Grill, der so easy, so schnell sauber ist, wo du kein Theater mit hast, der super grillt, der nicht spritzt, der schöne Röstergebnisse liefert, mit denen du schnell grillen kannst, der kein großes Packmaß hat. Doch ich kenne ihn, und zwar den hier. Also ab sofort bei Amazon zu bekommen. Link ist hier unten drunter. Preis steht noch nicht fest, aber wenn ihr den runterklickt, dann steht der Preis schon fest. Bloß bei der Aufzeichnung des Videos waren wir noch in Diskussion, wie wir das am günstigsten hinbekommen können. Mir war eine große Freude, dass ihr dabei wart und ihr könnt ja runterschreiben, ob ihr Camper seid, ob das was für euch ist oder auch vielleicht für einen Balkon. Ich meine, die Platte kann man auch so verwenden. So ein Ding als Camper kann man auch mal rasch einen Topf Nudeln draußen aufsetzen. Das geht auch. Aber ich finde die Kombination sehr, sehr geil. Und dann kann ich sagen, ich habe beim Camping die letzten Monate nichts anderes mehr bei gehabt und
bin damit vollkommen zufrieden und nicht nur zufrieden, sondern sehr, sehr glücklich. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut und Döner macht schöner. Und Lamm, geil. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.